Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Sulzbach, mein Name ist Michael Adam. Ich bin Bürgermeister von Sulzbach und am 26. Mai haben Sie hier bei uns in Sulzbach die Wahl zum Stadtrat, zum Bürgermeister, zur Regionalversammlung und die Europawahl. Ich bin heute in der grünen Lunge von Sulzbach. Ich stehe im Salinenpark, ein echtes Vorzeigeprojekt, das wir in den letzten Jahren umsetzen konnten. In Zusammenarbeit mit der RAG und der Landschaftsagentur Plus haben wir den Sulzbach aus seiner Betonschale herausgenommen und er fließt wieder in seinem natürlichen Bett und schlängelt sich naturgemäß durch den Salinenpark. Ein richtiges Vorzeigeprojekt ist auch der hiesige Kinderspielplatz. Diesen haben wir als zentralen Spielplatz in diesem Park modernisiert. Und das möchte ich auch für die Zukunft, dass wir in vielen Bereichen renaturieren und damit einen aktiven Hochwasserschutz haben, aber auch die Spielplätze modernisieren, damit die Kinder und Jugendlichen Plätze haben, wo sie sich verweilen können. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel in Krippenplätze, in Schulen investiert. Das wollen wir auch unbedingt für die Zukunft fortsetzen, denn eine intakte Bildungslandschaft ist ganz wesentlich für die Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Dazu bauen wir derzeit eine neungruppige Einrichtung im Kita-Bereich in Neuweiler und wollen intensiv in unsere Grundschulen investieren. Die Leute wollen in Sicherheit und Ordnung leben. Dort haben wir im Bereich der Citywache Personal aufgestockt, die Citywache eingerichtet, sodass jetzt Fußstreifen unterwegs sind. Wir haben ein Anti-Graffiti-Programm aufgelegt, das richtungsweisend ist und werden demnächst eine Melde-App einführen. Auch an die Seniorinnen und Senioren haben wir gedacht, mit dem Ringbus-Angebot, das für Menschen über 60 Jahre kostenfrei ist, haben wir einen Schritt nach vorne getan und wir haben barrierefreie Haltestellen gebaut. In der Infrastruktur haben wir sehr viel investiert, was wir auch in der Zukunft tun wollen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Stimme am 26. Mai bei den Kommunalwahlen hier in Sulzbach. Vielen Dank.